Wie beurteilt der eine Innenviertler den anderen in seiner Entwicklung? Wir waren ja früher Kollegen. Ich für mich zähle überhaupt zu den smartesten Personen hier im österreichischen Fußball, ohne dass es irgendein Honig dir um den Mund, weil du weißt selber, wie clever du bist. Ich glaube, du weißt mittlerweile auch, was so deine Stärken und Schwächen sind auch. Du reflektierst sehr viel in diese Richtung. Ich weiß auch, hey, dass du dich auch coachen lässt in die Richtung, ist auch so ein Thema. Es zu wissen, dass man Schwächen hat, ist das eine, aber es zu verändern, ist das Schwierigere. Das ist ja der springende Punkt. Mich wundert es eher, dass diverse andere österreichische Clubs nur nicht wirklich Schlange stehen bei ihm auch, weil er weiß, wo seine Reise hingeht. Ich weiß, er ist eigentlich auch sehr inspiriert durch diese Zeit bei Red Bull. Das sieht man auch an der Art und Weise, wie der LASK am Fußball spielen lässt oder wie der Oliver Fußball spielen lässt. Ähnliches ist beim Thomas Lage. Jetzt hat man mit der Austria auch jemanden geholt, der auch sehr mit diesem Red Bull-Spielstil irgendwo auch infiziert ist, versucht man es irgendwie auf dem Verein umzumünzen. Ähnliches beim LASK. Jetzt passiert das bei Salzburg. Jetzt hat man schon drei Vereine in Österreich, die so dieses Pressing-Thema ganz, ganz vorne hinschreiben. Das heißt, das wird in Zukunft sehr, sehr spannend, weil da hat man schon bei drei Clubs, wo man weiß, okay, die wollen mehr oder weniger diese Spielphilosophie auch auf den Platz bringen. Man sieht es beim LASK. Das ist ein Thema, wo man sagt, da muss man Oliver eigentlich gratulieren, weil ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, wenn Trainer von einer Philosophie sprechen oder von einer Anlage und man sieht es dann auch, dann muss man ihnen gratulieren. Und beim Oliver und beim LASK, wenn man von oben drauf sieht, weiß man sofort, da ist entweder Salzburg oder der LASK am Ruder. Also das ist ein Metro, wo ich sage, da kann man ihm gratulieren.